Die Mannschaften, die bei der EM spielen, die für Tokio qualifiziert sind, die kennen sich gegenseitig eigentlich ziemlich gut. Da gibt es jetzt keine spektakulären Wendungen. Sicherlich wurden wir mit am ärgsten beäugt, weil ein Trainerwechsel kann auch immer bedeuten, ein Wechsel von Spielphilosophie, taktischer Grundausrichtung und so weiter. Da sind wir wahrscheinlich noch die größte Blackbox. Die anderen sind eigentlich ziemlich große Konstante und ich würde mir jetzt von der EM keine großen Erkenntnisgewinne für Tokio erhoffen, sondern tatsächlich Wert darauf legen, wenn wir zu Höchstleistung getrieben werden von den Gegnern, wie Niklas völlig richtig gesagt hat. Wir wollen ja nicht dann irgendwie die ganze Zeit an Tokio denken, sondern wir wollen an die Spiele denken, die wir gerade vor der Brust haben. Und wenn wir zu Höchstleistung getrieben werden, dann finden sich Abstimmungen und Erfahrungswerte doch ein bisschen leichter, als wenn man ausschließlich trainiert. Und deswegen würde ich jetzt da mal den Fokus auf uns setzen. Ich würde gerne noch eine Sache unterstreichen von dem, was Niklas gesagt hat. Nicht auf Tokio zu schauen, ist ja auch genau der Hintergrund dieser verhältnismäßig frühen Nominierung. Also wir haben uns ja dafür entschieden, nicht die EM abzuwarten und dann Tokio zu nominieren, sondern allen Spielern, die jetzt im Kader sind, das Vertrauen auszusprechen, in dem Glauben, dass sie zur EM schon unter Beweis stellen, warum sie drin sind. Und selbst wenn das mal nicht der Fall sein sollte, wenn einer mal Schwäche zur EM, dann dem eben das Gefühl zu geben, du bist es trotzdem, wir glauben an dich. Und wenn du jetzt mal eine schwächere Phase hast, dann muss das Trainerteam mit dir zusammen eben dafür sorgen, dass du wieder deine Leistung findest. Und das machen wir gemeinsam. Wir sitzen nicht in einem Boot. Es ist dann nicht gleich diese Bedrohung im Raum, dass man fallen gelassen wird. Das war jetzt mal der Angang. Ja, und die EM und Olympia werden zeigen, ob das der richtige Weg war oder ob man doch wieder, wie viele einem raten, bis zur letzten Sekunde alles offen halten soll, um den Konkurrenzkampf und den Druck hochzuhalten. Ich glaube daran, dass es für diese Mannschaft der richtige Weg ist. Und ich freue mich drauf, dass die Jungs jetzt ohne diesen Nominierungsdruck zeigen können, was sie drauf haben. Die nächste Herren-WM ist ja aktuell geplant für Januar 23 in Indien, mal wieder. Dass das nicht auf dem europäischen Kontinent stattfindet, ist für die innereuropäische Quali erstmal gut. Das heißt, dass keiner der europäischen Plätze durch den Gastgeber reserviert ist, sondern man kann die europäischen Plätze frei ausspielen. Das sind jetzt erstmal 5. Und dementsprechend muss man in der EM mindestens Fünfter werden, um dort dabei zu sein. Es war einfach vom Konkurrenzkampf her ein sehr enges Rennen, fand ich. Und man merkt natürlich, dass es für einen gut läuft und die Chancen größer werden. Zum ersten Mal richtig gemerkt habe ich das, würde ich sagen, nach dem Belgien-Spiel im vergangenen Jahr in Düsseldorf. Und dann war die Entwicklung ab da war von meiner Seite aus sehr positiv. Und dann wächst eher so ein, sage ich mal, wenn ich es jetzt Anspruch nenne, ist es falsch, aber man malt sich bessere Chancen aus. Aber jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht vor der Nominierung reingegangen und dachte so, okay, ich bin auf jeden Fall die Nummer eins. Und deswegen war das bis zum Ende hin ein offenes Rennen und sehr, sehr spannende Nominierung auf jeden Fall. Junger, sage ich mal, mit weniger internationaler Erfahrung. Sagen, dass diese EM auch, wenn man es mal im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt Tokio nimmt, ein großer Vorteil sein kann, weil man Spielpraxis unter enormen Wettkampfbedingungen bekommt, mit K.O.-Spielen und mit Druck. Und da, glaube ich, ist auf jeden Fall nochmal was anderes als bei der U21. Und ja, deswegen ist die EM so ein bisschen schwierig zu handhaben, weil es halt irgendwie dann doch nicht der größter Höhepunkt ist, obwohl es so ein großes Turnier eigentlich ist. Aber ich würde mal sagen, für uns, für mich persönlich als junger Torwart, aber auch für uns als Team, ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall was, was uns helfen kann, dass wir unter Wettkampfbedingungen dann schon mal mehr oder weniger auf den Prüfstand gestellt werden und wissen, wo wir stehen und wie wir darauf reagieren und da Erfahrung sammeln können. Nö, also es macht gar keinen Unterschied. Es werden zum Glück jetzt mal wieder Zuschauer dabei sein, ob jetzt über DAZN gestreamt wird oder ARD. Natürlich erreicht man mit ARD mehr Menschen und bei uns ist das super, weil wir die Sportart mal ein bisschen
nach außen hin vertreten können. Aber auf dem Platz ist das kein Unterschied. Das beschäftigt man sich ehrlich gesagt gar nicht damit. Danach, selbst davor ist es eher schwierig, aber danach, ab und zu guckt man sich Highlights an oder was auch immer. Aber während des Spiels habe ich da, glaube ich, noch nie dran gedacht. Ich glaube, jeder, der Hockey gucken möchte, guckt Hockey. Und wenn wir dann noch ein paar dazu gewinnen können, ist das super. Und darüber würden wir uns freuen. Ich glaube, das ist ganz schwer vorher zu sagen. Jetzt kannst du sagen, wenn du die Belgier vorher schlägst, dann haben sie Angst, dann hast du bei Olympia mehr Chancen, sie zu schlagen. Jetzt kannst du sagen, wenn du sie bei der EM schlägst, dann nehmen sie dich wieder richtig ernst, analysieren dich genauer und sind hochgradig angespannt, wenn es im nächsten Duell geht und legen noch eine Schippe drauf. Also wie du es drehst und wendest, so richtig eine Antwort darauf kann man, glaube ich, nicht geben. Ich weiß aus Insiderkreisen, von Leuten, die das belgische Team sehr gut kennen, dass wir so eins der letzten Teams sind, vor denen die sehr großen Respekt haben. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch an der Art, wie die deutschen Mannschaften in der Vergangenheit gespielt haben. Sehr taktisch geprägt, sehr defensiv, sehr stark. Also die brauchen die EM nicht und gute Performance von uns dort, um uns in Tokio ernst zu nehmen oder sogar Sorge zu haben, dass sie ein wichtiges Spiel gegen uns verlieren könnten. Das ist tatsächlich so, aus welchen Gründen auch immer, dass das schon aktuell gerade bei den Belgiern vorliegt. Wir haben schon, das war schon kurz Thema beim Lehrgang in Hamburg, da hatte Kais was zum Spiel gegen Wales gesagt und hat gesagt, das ist ein unbeschriebenes Blatt. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ich habe noch nie gegen Wales gespielt. Müsste man mal, keine Ahnung, Tobi oder Martin fragen, ob die schon mal gegen Wales gespielt haben. So oft wahrscheinlich auch noch nicht. Deswegen, die werden sicherlich vermeintlich der schwächste Gruppengegner sein. Aber da wir sie nicht kennen, müssen wir da rangehen wie in jedes andere Spiel. Frankreich haben wir jetzt kürzlich erst zweimal gespielt. Wissen, wo die gut sind, wo die schlecht sind. Ist auf jeden Fall eine schlagbare Mannschaft, auch wenn die, glaube ich, in den letzten Jahren sich deutlich gesteigert haben. Und wenn man die beiden Spiele gewinnt, sollte es gegen Holland hoffentlich um den Gruppensieg gehen. Und das wird bestimmt ein Duell auf Augenhöhe. Wir haben die im März zweimal geschlagen, auch zweimal verdient geschlagen, fand ich. Haben da richtig gut gespielt, beide Spiele. Und das werden die sicher noch in Erinnerung haben und sich da besser verkaufen wollen. Aber wir wissen, wie wir die schlagen können. So der richtige Knackpunkt, den ich gefühlt habe und den, glaube ich, auch jeder andere in der Mannschaft gefühlt hat, war in Amstelveen, als wir Kais hatte gesagt, auf der Autobahn, für mich war es irgendwie so 3-4 Minuten vorm Spiel, wo sich alle irgendwie angeguckt haben, mit einer ganz anderen, wir haben einen ganz anderen Mindsetting daran gegangen sind und dann ab Minute 1 was ganz anderes gezeigt haben oder in eine andere Richtung gegangen sind. Und das haben wir seitdem nicht mehr richtig verloren. Das ist egal in welche Zusammensetzung, egal wer wo gespielt hat, der Spirit war die ganze Zeit da und immer derselbe Spirit. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, dass sich jeder auch das Vertrauen gegeben hat. Jeder gibt jedem den Ball, jeder ist von jedem überzeugt. Und das hat uns dann durchgetragen. Und ich meine, wir haben ja dann 4 Pro-League-Spiele in Folge gewonnen. Und ich glaube, das ist auch so der Spirit, den wir jetzt bei der EM und dann auch bei Olympia wieder ranbringen müssen. Wir haben ja in den letzten Monaten in ständig wechselnden Formationen mit sehr vielen jungen Spielern und so weiter spielen müssen, sind jetzt erst wieder zusammengekommen. Das hat man auch gemerkt, dass uns da doch eine ganze Menge fehlt. Jetzt ist die Mannschaft zusammengestellt. Ich erhoffe mir schon durch nicht mehr erfolgende Rotationen einen höheren Grad an Eingespieltheit und damit steigt auch die Prozentpunktzahl für die Peak Performance. Wenn man sich so die Weltrangliste anguckt, sind wir heimlich still und leise auf Platz 3 geklettert, von Platz 6 oder 7. Das ist nur eine Statistik und nicht überzubewerten, aber zeigt ja schon einen gewissen Trend. Ich würde sagen, wir sind vielleicht aktuell bei so 60-65% von dem, wo wir zu Tokio hinwollen. Aber es ist doch eine arg grobe Schätzung.